Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arme 3 Epoch. Mit dabei Dalu, der nette Dalu-Kart. Guten Tag. Ja, ja hallo. Tau, tau. Grüß euch. Und meine Wenigkeit, der Ralf. Tau, tau, was ist da los bei dir in der Aufnahme? Na, was passiert? Ja, das Problem ist, dass wo wir uns eigentlich unsere Base geplant hatten, die Scheune, hat sich jemand anderes gekrallt, weil es nach der letzten Aufnahme hat jemand unseren Jammer zerstört. Dann habe ich mir das letzte Mal das Auto gesaved und bin in die Scheune rein. Heute steht ein neuer Jammer und ein Tor, was verschlossen ist. Ich konnte mich gerade noch rausglitschen. Gibt es eine Möglichkeit, uns zu rächen an solchen Pennern, die das machen, die einfach unsere Base kaputt machen, die eine Base reinbauen? Wir bräuchten Sprengstoff. Okay. Für die Mauer. Ja, genau. Also wie viel genau, kann ich jetzt leider auch nicht sagen, aber man braucht definitiv Sprengstoff. Aber wir haben ja den Trader in der Nähe, also ich check mal kurz den Trader ab. Die Base, die wir letztens angegriffen haben, ist auf. Also ich bin in der Basis drinne. Die haben hier Regale mit allen Waffen, die du dir vorstellen kannst. Was, die ist auch jetzt offen? Ja, die ist auf, aber nur die untere Ebene. Und da ist sozusagen ihr Lager mit Regalen, Alter, wo alle Waffen drauf liegen. Rüste dich aus, Dauno. Ich bin ja immer noch ausgerüstet. Ach so, stimmt. So, dann rennt ja, oder irgendwo Dalu in der Nähe die Lockboxen und klau das Zeug. Stimmt, ich kann die Lockboxen aufstellen. Einfach hinten bei den gelben Haus die Lockboxen hinstellst, ja. Das irgendwie? Ich habe auch eine Lockbox dabei, ich renne gerade zu Dalu, dasselbe mache ich jetzt auch. Mhm. Ich check mal den Trader ab hier, bei der von der ersten Aufnahmesession der Base steht. Da. Könnte ich auch mal abchecken. Der hier steht ein Heli draußen, Leute. Ist der offen? Ich renn schnell hin. Alle Türen sind auf in der Base. Das ist ein Bug, sag mal. Die lassen die doch nicht offen, ey. Oh, guck mal, die zweite Tür ist auch auf. Hier sind auch nochmal Sachen. Es kann sein, wenn die nicht maintainen oder so irgendwie. Oder sich nicht lang. Nicht. Ja, gut. Also sind Wände kaputt gegangen. Also hier wurde gekämpft, richtig, nehme ich an. Ja, kann es sein, dass bei uns auch so war mit Maintain dann? Naja, der Jammer verhindert ja nur, dass du über die Energiebalken die. Teile versetzen kannst. Okay. Dalukat sind bei den Türen so kleine elektronische Tastenfelder. Ja, so ein grünes, so ein grüner Knopf. Ja, ja, dann sollten sie eigentlich auf die Gruppe abgesperrt sein. Verliert das auch noch eine gewisse Zeit die Wirkung anscheinend. Also bei dem Heli kann ich lustigerweise mit dem Maus halt nur Weapon Multigun machen. Was heißt das? Achso, ich kann nur meine Waffe wechseln. Kriegst du das Menü zum Aufsperren. Aha, nee, als dann solltest du ein Menü kriegen mit Ah, ich bin drin, als Pilot. Und der ist nice, heile. Nice. Voll crazy, Mann. Ich bin ja, dann könnt ihr mich ja in Crescino abholen. Ich kann nicht fliegen. Also doch, ich könnte. Also, aber stürzen wir bestimmt ab. Ich bin lange nicht mehr geflogen. Damals, ne? Bin bei dir da, wenn man hier damals bin ich noch geflogen. Ja, ich guck mal, du siehst meinen Punkt ja, ne? Ja, ja, ich sehe dich ja. Hier unten ist noch eine kleine Scheune. Also, das könnte man viel schneller zubauen. Wir müssen das ja nicht als Basis nehmen, sondern vielleicht als Lager. Ja, krass, die haben die Scheune aber echt ordentlich zusammengebaut hier. Das Problem ist, hier haben wir auch eine Lockbox in der Base, wo wir jetzt eigentlich vorhatten zu bauen. Nee, außerhalb der Base ist die Lockbox. Hat Krabs ja, an den Rand gelegt. Ich meine ja die, was Krabs in der Scheune gesetzt hat, die ist ja jetzt verbaut. Da ist ja auch eine Multigun drin. Tja, da ist sogar ein Loot-Spawn drin. In der Base, die sie gebaut haben. Wieso nehmen wir nicht einfach die Base? Auch weil die noch drin spawnen werden. Wenn noch kann welche fehlen. Sein, ja, aber das Problem ist ja auch, dass die Türen auf die Gruppe abgespeichert ist. Also die Türen konnte ich gerade auf und zu machen hier von der Base. Ja, ja Leute, können wir nicht den Heli beladen mit Gear? Geht kannst das du, ja? Nicht? Ja, kannst du. Und wie? Wieder mit I und dann Inspect. Dann laden wir doch alles in den Heli und hauen dann ab. Dann können wir doch ganz woanders bauen. In ihr Format halt der Idee. Gerne. Finde ich ganz gut, ich muss mich nur gerade mal kurz bewaffnen hier. Hast du dir was von den Regalen genommen? Ja, ja aber die haben keine Magazine für die. Doch, für die 6,25 haben die Magazine, ne? Nee, Mist. Also, ich check jetzt mal die Base aus der ersten Aufnahmesession mal kurz ab. Ich belade den Heli mit. Und dann hauen wir mit dem Heli ab.
Und Wir können du ja schaffst auch das die nicht, Ralf. ganzen Waffen, so Das viel schaffen wie wir schon. reinpassen, mitnehmen, zum Trader in Starry fliegen. Dort ist sowieso Safe Zone. Und dort dann die Waffen verkaufen und mit den Krypto einfach Baumaterial kaufen, oder? Oh Mann. Wie war nochmal der Debug-Monitor, damit ich sehe, wie viel Essen und Trinken ich habe? Zirkumflex war das. Also oben links neben der 1. Ja. Oh, war aber knapp. Gut mal getrunken hier. Ich habe wie gesagt noch eine Hey, wer Logbox bedient sich dabei. hier an den. Ja, ich habe meine Logbox an den Heli Das gepackt. bin ich hier, der hier rumsteht. Puh. Oh Gott, die Waffen sind groß. Ich habe auf jeden Fall ein Tragegurt für dich, Ralf. Ja, sehr gut. Ich schaue mal, dass ich hier noch ein Gear irgendwie mitnehme. Ah, da liegt ein Rucksack, wunderbar. Läuft schon mal, läuft bei mir in der Aufnahme. Nice. Wo sind denn hier die Gerätschaften? Nachtsichtgerät und so. Ich bin auch am Suchen. Es Mit dem bringt dir leider nicht. Vorschlaghammer und eine Axt habe ich. Ja, Können eine wir da Axt Sachen ist nice, da einreißen? kann Mit dem Vorschlaghammer? man. Mit dem Vorschlaghammer kannst du zu den Mineralspawns gehen und die dann abbauen. Keine Wände oder so? Leider nein, wüsste ich jetzt nicht, also muss ich sagen. Also, ich gebe jetzt nicht 100% drauf, aber soweit ich weiß, hat jetzt der Oh, Vorschlaghammer guck mal, nur die Mokka-Cola Funktion gibt es hier, das ist ja nett. für den Mineral. Ich nehme den Hammer mit. Und Haben wir auch Metal Scrap. mitgenommen. Metal Scrap und Cinderblocks nehme ich mal alle mit. Wo dann? Alter, du legst deinen ganzen Shit hier auf das Regal. Na so, ja, sorry. Guck mal, wie viele Lockboxen die hier haben, ey. Was eine Wahnsinn. Base. Die haben die nicht einfach aufgegeben. Oh, ich kann das Metalltor. Guck mal, Ralf. Na, die Tore gehen auf, ne? Habe ich schon auch gesehen, ja. Ich bin, Ja. da bin ich reinmarschiert, wo du gerade bist. Die Base, was wir in der ersten Aufnahmesession geraidet haben, also angegriffen haben, die haben es auf jeden Fall Oben etwas geht auch auf. ausgebaut. Ich bin oben drin, alter Schwede. Im Snipernest. Was haben die cool gemacht? Da ist ein Feuerzeug, da ist ein Leiter drinnen hier. Das habe ich reingepackt. Okay. Möchte jetzt mal die ganzen Materialien, Metal Scrap und so alles da reinpacken, was ich gerade rausgeholt habe. Bin oben am Snipernest. Ich bin jetzt auf dem Haus drauf. Okay. Hier wirklich so ein Band mit einem Bändchen? Oder ist das eine Bombe? Schon sehr nice, muss man sagen. Ja, echt Da krass, was baut du ihr da noch keine weglooten in der gerade. Base. Lol. Müsste genau außerhalb von Chamber sein, baut noch, außerhalb von Radius baut noch einer bei Krishino einfach eine Base hin. Ralf, bist du zuversichtlich, dass du das Ding fliegen kannst Ja, und landen kannst? logisch. Kein Problem. Also, ich habe den Livestream zugeschaut, wie du mit deinen Joystick ausgetestet hast, Ralf. Ja gut, den hatte ich auch gerade nicht Ja. angeschlossen, ja. Ausgetestet hört sich auch kacke Nee, kann Hubschrauber fliegen ist gar kein Thema, Mann. Ohne Scheiß. Das Spiel spiele ich schon zu lange Arme. Um es nicht zu können sozusagen. Ich habe mir gleich die M320 reingepackt, den Heli. Ich schnappe gerade nur die größten Waffen, renn zum Heli und spack sie da rein. Ja, ich komme jetzt auch wieder mit einer neuen Waffenlieferung. Wir müssen das da alles reinladen. Wir machen jetzt mal richtig. Okay. Dann würde ich sagen, dann verkaufen wir den ganzen Kram soweit. Wenn wir dann genug Geld haben für Materialien, kaufen wir uns so viel Material, dass wir irgendwo was zubauen können. Und das machen wir aber außerhalb der Aufnahme. Ja, das klingt vernünftiger. Das Problem ist, wir bräuchten nochmal erst mal die Materialien für einen Jammer. Ja, wir Ja, aber haben wir auf können jeden auch Fall. theoretisch alles kaufen. Wir haben so viele Waffen hier. Das muss doch Ja, irgendwann bringen. Kaufen geht es ja nicht. Es geht nur darum, ob die das wohl die Materialien dafür in Angebot haben. Ja, hier waren doch voll die Trader mit allem drum und dran. Ja, aber so Metal Scrap und so ein Zeug, das Habe ich wird doch eher alles männlich on, verkauft. doch, en masse. Weißt du, das ist nicht mal, die ist doch randvoll gewesen damit, ey.
Und wie gesagt, ich habe hier auch gerade nochmal, ich habe jetzt hier nochmal zwei Electronic Components mitgenommen, ich habe 7 Metal Scrap mitgenommen, ich habe 5 Cinderblocks jetzt im Heli. Okay, das reicht, ja. Ja, deswegen, Das, wir haben, ich bin Schema recht sicher, wir sind so hardcore am Looten hier. ja. Okay, ich wusste gar nicht, dass es wirklich so extrem offen herliegt. Okay, Das das ist sind natürlich was anderes. gefühlte Was heißt, 12 Regale hier das mit ist wie ein, Waren. ich wollte gerade sagen, das ist wie so ein Supermarkt. Ja, Das das ist ist okay, hier immer super. in so einem Regal. Und das Schöne ist, das Auto, mit dem du dann den Einkauf nach Hause bringen kannst, steht auch noch vor der Tür. Kannst du direkt mitnehmen. Das ist ein Service hier, ich sag's euch. Also dadurch, ich würde mal sagen, wir machen die erste Tour im Heli, wir fliegen mal los. Müssen wir fast zu Der heiß voll langsam. oder was? Nein, aber wir können ja wieder herkommen. Wir haben die wichtigsten Sachen drin, wir können loslegen und ich will nur nicht überrascht werden. Ja, ja, Könnt ihr mich warte. sonst auch abholen, bitte, dass ich euch helfen kann? Ja, dich nehmen wir mit. Aber ich weiß nicht, ob du das sehen solltest. Oh. Warte, ich muss. Ey, Naja, das dauert, bis der Motor startet und so. ich habe Alles noch so gut. viel Shit jetzt gerade im Rucksack. Wenn wir es nicht schaffen, da hinten liegt all mein Stuff drin. Okay, Mr. Co-Pilot. Du bist Mr. Co-Pilot. Ich kann auch fliegen. Also, wir fliegen jetzt mal zu Tautau und du bist in der Base von uns, richtig? Nee, ich bin jetzt in Kishino, aber jetzt. Hey, Okay. hier steht ein Quad. Cool. Ich bin jetzt gerade in Kishino, wenn das Quad offen ist. Kantner ist leider zu. Lore, hat einfach gesagt, wär ein Ding umgeschmissen. Das kommt ja kaputt, okay. Wer Nein, hat das hier liegt ein umgeschmissen? geflippter Tempest. Ja, krass. Ja, den hast du uns wahrscheinlich gekauft. Hier links von uns sehen Sie übrigens den Flughafen Hadadugat. Ich werde nichts drücken, während ich in dem Heli sitze, der nicht abgeschlossen ist. Okay. So, ich bin jetzt gleich bei dir. Soll ich hier landen in der Stadt oder was machen wir? Moment, ich versuche mal was. Ich habe ja Vehicle Repair Parts. Was ist das hier für eine Stadt? Sind wir hier sicher? Weiß ich nicht, auf jeden Fall ist hier Tautau. Sind hier die Trader? Ja, direkt unter Aha, uns. das ist. Leider gibt es keine Flip-Funktion, verdammt. Ich renne da aufs offene Feld links von dir rein. Ja, ich komme jetzt direkt runter. Wir werden abgeschossen. Nee, Oh ist nice, da ihr habt einen Orca. Hab ich gefunden. Ja, da haben wir gefunden. So, langsam landen. Wir werden jetzt kaputt machen. Kommst du rein? Bin drin. Okay, Essen ging nichts. eine Frage noch. Welche Richtung ist unsere Base? In welche Richtung Wir müssen wollen wir doch nicht, wir wollen doch nicht schon wieder unsere Base nehmen, oder? Wir können doch jetzt alle nehmen. Ja, stimmt auch wieder. Bin ich rausgeflogen? Oh, mega Desyncs. Aber so des Todes. Oh nein, ich hab Angst bestellt. Ich bleibe mal stehen in der Luft, okay? Also, was wollen wir von Ziel haben? Schaut mal auf die Map und sucht euch was aus, wo ich Erstmal ein hinfliegen soll. Trader. Am besten Trader City Starisova, oder? Weil da ist eigentlich gut zu landen. Wo ist der bitte? Ja. Entschuldigung, wo ist die Stadt nochmal? Müssen wir sagen, aus Südlich von welchem. uns. Südlich von uns. Südlich, und die heißt wie nochmal bitte? Starisobor. An der Weil Küste es oder am weiter? orangen Kreis rum. Nein, nein, nicht an der Küste. Es ist hier fast am Flughafen, da wo der rote Kreis auf der Karte ist, mit den ganz vielen schwarzen Punkten. Genau. Okay. Ich suche nur die Map, also ich bin hier nicht so viel unterwegs. Ach, da unten ist nicht alles klar. weit weg, Ach, unten bei dem rechts vom Flughafen. Ferris Wheel, alles klar. Genau. Das Ferris Wheel ist umgezogen übrigens, ne? Ja, wurde neu gespawnt wahrscheinlich oder so. Ja, das Ferris ist ja ein Starisobo. Ja, genau, Das könnte deswegen. man sich anschauen. Aber mich würde generell mal interessieren, was das ist. Da unten ist die Base, die so hart gekämpft haben am Ja, Anfang. die haben Irgendwie sind alle Bases, die wir angegriffen haben, danach kaputt gegangen. Ja, krass, Nee, ne? die ist wieder aufgebaut worden. Die haben sie richtig super verbarrikadiert. Okay, krass. Ja, endlich mal ein Heli in Epoche. Wurde mal Zeit, aber wie wir gefunden haben, ist natürlich auch sehr episch gewesen. Es war ja echt wie Weihnachten gerade. Alter, was ihr für Waffen dabei habt. Ja, ne? Was wir alles da reingepackt haben. Ist ein Bummi raus. So, ich lege auch mal meine ganzen Baumaterialien, was ich gefunden habe, rein. Ralf, für dich ist noch ein Tragegurt drin. Okay.
Wie machen wir das mit dem Verkaufen und Kaufen? Jeder für sich oder nur einer? Ja, ja. Mir ist es persönlich gerade egal. Also ich brauche kein Geld. Ich kann schon hier landen, oder? Da unten liegt ein kaputter Heli, ich weiß nicht so recht. Du kommst nie zwischen dem Haus und der Wand runter. Natürlich. Nee, nee. Nee, weil der Heli zu klein ist. Ach Gott, okay. Dann landen wir einfach ein Stück weit davor. Ja. Hey, die Trader City ist auch umgebaut worden, gell? Geil ist das. Ja, sieht anders aus auf jeden Fall, ja. Ja. Gibt's auch anders in Erinnerung. Diese Mauern da, außer die Sandsäcke waren nicht außenrum. Das, so. Das war ja vorher eine Zeltstadt. Vorher war es so, wie es eigentlich aussieht. Ohne große Bearbeitung. Ja, ja dann, dann checken wir gleich mal die Militärgebäude. Weil dort spawnt sicher Loot. So Leute, und mit dieser unglaublichen Meisterleistung der Landung, die ich jetzt hier gerade hinfabriziert habe, würde ich sagen, machen wir den Heli aus und wir verabschieden uns für heute von dieser unglaublich erfolgreichen Folge und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao.